Knack gehörte im Jahr 2013 zu den Launch-Titeln für die PS4, allerdings war der Auftritt des Reliktwesens eine ziemlich durchwachsene Angelegenheit. Der Nachfolger Knack 2 soll jetzt alles besser machen und ob das gelungen ist, verrate ich jetzt im Testvideo. Die Story von Knack 2 ist nach dem ersten Teil angesiedelt. Erneut sehen sich Klötzchenheld Knack, sein junger Sidekick Lucas und andere alte Bekannte wie der Abenteurer Ryder mit aggressiven Kobolden konfrontiert. Allerdings sind ein paar Kampfroboter die weitaus größere Bedrohung. Woher die kommen, wer sie aktiviert hat und was hinter all dem steckt, gilt es jetzt herauszufinden. Die Geschichte kommt zwar nicht über ein 0815-Niveau hinaus, ist dafür aber dank schick gemachter Zwischensequenzen und guter deutscher Sprecher charmant präsentiert. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir haben schon viel von euren Erfolgen gehört. Das ist nun mal unsere Arbeit. Insbesondere im Gameplay-Bereich zeigt sich Knack 2 im direkten Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert. Fast alle Kritikpunkte am Erstling wurden adressiert. Zwar bewegt ihr euch immer noch mit Knack durch recht lineare, dafür aber auch sehr abwechslungsreiche Level, diesmal stimmt aber die spielerische Abwechslung. Der Schwerpunkt liegt dabei immer noch auf Kloppereien und Kämpfen mit Kobolden und Robotern. Diese spielen sich durch ein deutlich größeres Move-Angebot, das sich über 4 Talentbäume zudem erweitern lässt, nun deutlich variantenreicher. Auch die verschiedenen Formen von Knack bekommen jetzt endlich spielerische Relevanz. Eis-Knack kann beispielsweise Schalter oder Gegner einfrieren oder Metall-Knack nur bestimmte Türen öffnen oder eine Nagelspur legen, um einen Stromkreis zu überbrücken. Und für weitere Auflockerung sorgen Fahrzeugpassagen, Schieberätsel und Geschicklichkeitsabschnitte. Gerade bei letzteren ist es oft auch notwendig, zwischen Knacks kleiner und großer Form hin und her zu wechseln, was jetzt dank einfachem Knopfdruck auch jederzeit möglich ist. Überhaupt fühlt sich das System, das Knack Relikte einsammelt und damit seinen Körper vergrößert, nun insgesamt etwas runder an, auch wenn euch das Spiel immer noch ein Stück weit vorgibt, wie groß das Reliktwesen wirklich werden kann. Insbesondere die Level, in denen Knack bis zu 10 Meter groß werden kann, sorgen für gute Laune, da man dort fast ohne Rücksicht auf Verluste alles kaputt kloppen kann. Generell sollte man das Kampfsystem aber nicht unterschätzen. Schon auf dem zweiten der 4 Schwierigkeitsgrade ist regelmäßiges Blocken Pflicht. Viele der Gegner brauchen zudem eine spezielle Herangehensweise. Das macht dann auch erneute Durchgänge auf höheren Schwierigkeitsgraden reizvoll. Generell ist die Spielzeit mit ca. 11 bis 12 Stunden erfreulich lang. Auf Wunsch kann man das Ganze auch im Koop zu zweit durchspielen, der sehr gut ins Spiel integriert ist. Anlass zur Kritik gibt es dennoch. Da wären zum Beispiel die hin und wieder ungünstig gewählten Kamerawinkel, die zu unfreiwilligen Abstürzen führen können. Es gibt immer noch Trial-and-Error-Passagen, auch wenn die jetzt dank fairerer Checkpoints nicht mehr allzu frustig sind. Und auch die Grafik macht nicht mehr den allerfrischesten Eindruck. Zwar sind Animationen und Partikeleffekte toll, aber ebenso augenfällig sind auch einige hässliche Texturen oder undetaillierte Stadtareale. Ein absoluter Knallertitel ist Knack 2 somit also nicht, dafür aber ein Nachfolger nach Maß, der dank etlicher Verbesserungen den lahmen ersten Teil deutlich in den Schatten stellt.